bist Drache. So. Okay, geht nicht. Gut. Naja, schade, was soll's. So, mich wundert's nicht, dass er verloren hat mit so Karten. Setos Lieblingskarte ist ja der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Ich vermute mal, den wird er irgendwann dann auch im späteren Verlauf mal aufs Feld packen. Mal gucken. So. Was haben wir denn hier? Elf und Krieger. So, können wir die mal zusammenpacken? So und so. Zack, ich probiere jetzt auch mal ein bisschen rum. Ich, wie gesagt, ich kenne bei weitem nicht mehr alle Kombinationen. Aber so ein paar bleiben doch sitzen. So, zweite Valkyrie. Bams. Können wir jetzt einfach mal wegsmacken. Einfach mal so zum Frühstück verspachteln. So, und damit es ein bisschen mehr wehtut, hauen wir erst mit der Schwächeren drauf. Und pam. Gewonnen! So. Duellistenrang B. 3 Sterne. Fliegende Zissel von Neffa. Ja, gut. Mann, Shane, du hast gewonnen. Du bist echt gut. Tut mir einfach einen Gefallen, schlag diesen Magier, okay? Da ist er. Er ist wieder da. Sieh dir das an. Der hat seinen eigenen Fanclub. Tu mir einen Gefallen und mach den Kerl fertig. Tu es, Shane! Ja. Ich weiß nicht, wie gut du bist, aber ich hoffe, dass du mich unterhältst. Du musst nämlich wissen, dass ich ein gutes Spiel zu schätzen weiß. Also enttäusche mich nicht. Ja, wollen wir doch mal gucken. So. Wollen wir mal gucken. Ne, die haben wir alle schon im Deck. Der Tonkrug. Ein Drache. Ja, okay. Bringt jetzt anfangs noch nicht sehr viel, da dicke Karten auszupacken. Beziehungsweise dicke Karten haben wir ja noch nicht wirklich. Wir müssen uns ja noch selbst kombinieren. So, Reptil. Bestie. Da können wir doch. Ich würde am besten Krieger draus machen. Schade. Okay. Mal gucken, was er aufs Feld packt. Ob er denn wirklich so gut ist. Ja, setzt direkt in Verteidigung. Okay. So, Chaos-Magier. So. Machen wir das mal so rum. Zip. Zip. Und zack. So. Mystische Sandhexe. Oh la la. 2001 Punkte, da können wir mal was auffahren mit, ne? Ups. Ja, geh weg hier. So. Hier kommt ständig die Meldung, dass Windows-Updates nicht funktionieren. Dabei habe ich das ausgeschaltet. Aber irgendwie will er das nicht so wahrhaben. Ich weiß auch nicht. So, er hat jetzt schon nichts mehr gegen uns vorzubringen. Na gut. So. Elfe verstärkt die. Bist du denn Fels? Nee. Gut, haben wir die Schwachen mal weg. Drache, Hexer. So. So. War klar, dass es die weghaut. Aber wir haben ein bisschen Platz. So. Schattengeist. Der hat einen eigenen Fanclub. Naja, mit den Karten. Er weiß, ein gutes Spiel zu würdigen. Ich weiß nicht. Im Moment fühle ich mich doch eher unterfordert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte daran liegen, dass es einfach ein Arschloch ist. Aber wer weiß das schon so genau. So. So. Zack.
Dschungeldrache! Bombs! Der hat uns jetzt schon nichts mehr entgegenzusetzen. Also, eigentlich müsste man da mal 3-4 Runden wirklich aussetzen und warten, dass er mal ein bisschen was aufs Feld packt, aber so. Na, ich weiß nicht. So, er hat verloren. So wie zu dem Riesenduell landen. So, gewonnen! Zack, feuriges Auge haben wir bekommen. So, ich habe verloren. Aber, warte einen Moment. Du bist... verstehe. Schluss damit, das war's für heute. Ich fühle, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden. Bis es soweit ist, leb wohl. Ja, du auch. Du hast es geschafft. Hast du dein dummes Gesicht gesehen? Du warst toll. Naja, wirklich schwer war es ja nicht. Du bist großartig. Leb wohl. Was für ein Versager. So, was jetzt? Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, natürlich. Okay, warum spielen wir nicht eine Runde? Hat doch schon gegen uns verloren. Warum denn nochmal? Naja, ich meine, will mich nicht beschweren. Also, wenn er unbedingt will, kriegt er halt nochmal aufs Dach. So. Bestie. Hexer. So. Erstmal die etwas schwächeren raus. So. Eine Karte verdeckt. Was er legt, weißt du, wissen wir ja schon. So, du warst Pyro. Döp. So. Gut. Dann mal drauf. Oh, wir haben einen Nachteil. Achso, wegen den Elementen. Ja. Das ist nicht so wild. Bams. Haben wir ihm einen Zug mehr geschenkt. Im Endeffekt wegen den Lebenspunkten, aber ja, das ist nicht so wild. So, Uhr des Lebens, 11. Ne, warte mal, machen wir das mal so rum. Zack, zack, zack und zack. Ja, haut's alle weg, das ist klar, aber das ist nicht so wild. So. Kein Nachteil für uns, gut. So. Und jetzt gibt's direkt mal auf die Nuss. Also ihr könnt auch Karten von der Hand direkt mit bestehenden auf dem Feld fusionieren. Das geht auch. Wenn es sich was ergibt natürlich. Oder wenn ihr das Feld aufräumen müsst, weil es voll ist. So. Naja, kein Drachen, schade. So, 100 Punkte mehr im Endeffekt, aber egal. Oh. Ah, verdammt. Kein perfektes Duell, schade. Ja gut, irgendwann muss man ja mal Fehler machen oder das war's im Maul kriegen. Das wird über kurz oder lang wird das ganz von alleine so kommen. Berufsrisiko gehört dazu, muss man durch. Wenn dann wieder passiert sowas mal. Ah. So, wegen 100 Punkten setzt er wenigstens einen Angriff. Jetzt können wir natürlich voll aufs Fressbrett hauen. Aber bitte. Soll er mal machen. So. Mal wieder die Hand aufräumen. Zack. So. Kein Vorteil. Bams. So, nächste Runde. Zack. Und nächste Runde. Zack. So. Ja, lange hat er nicht mehr. Wenn es schlecht für ihn läuft, dann noch genau eine Runde. Wo er gegen uns was machen kann. Verteidigung. So.
Reptil. Können wir die kombinieren? Nein, schade. Na gut, so, kein Nachteil für uns. Gut. Muss man auch immer ein bisschen drauf aufpassen. So. Ja, das reicht. Bams. Und der letzte. Das war's. Tut mir ja schon fast ein bisschen leid, den ständig kaputt zu machen, aber Hagemuscher der Flammen. Ja, mal gucken. So. Gehen wir mal raus. Gucken wir mal. Ist ein bisschen oben. So. Gucken wir mal in unsere Karten rein. Ob wir vielleicht mal zwei, drei austauschen können. So, zusammenstellen. Was haben wir denn da? Rip. Glückskrieger. Könnte man das nicht irgendwie sortieren? Ja, nach Nummern und Zeug, aber das bringt ja nichts. So. Halt. Alarvas, Tonkrog, feuriges Auge. Fliegende Zisse. Aha. Kagemuscher der Flammen. Ein Krieger. Oh, sehr schön. Dann noch mal gucken, kann man da was rausschmeißen? Hier, die hauen wir mal weg. Dann hauen wir mal den mal rein. Dämon der Nacht haben wir gerade raus. So, was haben wir noch? So. Hier haben wir beide drin, die Karten. Dip, 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 dip. Rettet man sich ja dämlich hier. Also ihr seht schon, die Kiste ist riesengroß, da werden wir nachher richtig viele Karten drin haben. Flügel der Ton. Okay. Karte haben wir. Oder die Karten. So, wir speichern mal eben. Überschreiben, ja. Speichern fertig. So. Laden verlassen. Dann gucken wir mal weiter. Stadtplatz, Duellierplatz, Pharaonenpalast. Den haben wir noch nicht gesehen bisher. Ah, das wurde aber auch Zeit. Los, los, geht jetzt in eure Gemächer. Okay. Ich hoffe, jetzt seid ihr zufrieden. Relativ. Manchmal glaube ich, da brennst du das nur, um mich zu ärgern. Meister Simon Murran, es gibt Schwierigkeiten. Der Erzmagier Heischin und seine Männer. Sie führen etwas im Schilde. Sie stürmen den Palast. Was? Sie bedienen sich der Magie, Herr. Ich fürchte, wir können sie nicht aufhalten. Wo ist der Erzmagier jetzt? Im Thronsaal, Herr. Heischin. Heischin! Was hat dieser Hundesohn noch vor? Na? No. Was zum... Schön, dich wiederzusehen, Simon Murran. Du wagst es zu revoltieren? Bist du verrückt? Verrückt? Ich? Ich glaube nicht. Ich bin hier, um meinen Thron zu besteigen. Deinen Thron? Ja, meinen Thron. Denn ich habe die Macht. Sind wir jetzt bei Star Wars hier, oder was? Die Macht? Nein, das ist unmöglich. Ich sehe die Erkenntnis in deinen Augen. Wir haben beide unsere Vorväter. Verleugnet, die Beschwörer. Die Macht der Finsternis? Exakt, ich habe den verbotenen Schatz entdeckt. Hier, koste die verbotene Macht der Finsternis. Hossa. Prinz Shen, der Erzmagier Heishin ist in den Palast eingedrungen. Ihr seid in großer Gefahr, wir müssen hier weg. Wir flüchten einfach. Nein! Prinz Shen, dachtest du, dass du mir entkommst? Wir werden uns wiedersehen. Gut, Männer, weg mit diesem Lakaien. Ich wünsche, mit dem Prinzen zu sprechen. Wie ihr befehlt. Prinz! Seid leise und kommt mit uns.
Warum fliehst du? Haishin hat den König und die Königin in seiner Gewalt. Wenn du fliehst, wird Haishin sie umbringen. Willst du das? Ich sage dir, was ich will. Etwas, das dem Geschlecht des Königs vorbehalten ist. Das Versteck des Millenniums-Artefaktes. Sag mir, wo es ist, und ich werde das Königspaar verschonen. Du weißt, wo es ist. Also, rede. Nein!